Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, tricksen, täuschen, verschleppen, betrügen, das scheint die wirtschaftspolitische Strategie dieser Bundesregierung zu sein. Ja, da brauchen Sie gar nicht lachen, da brauchen Sie sich nur das angucken, was Herr Brüder hier vorgestellt hat. Und ich denke, solange Sie diese Politik fortsetzen, solange wird tatsächlich die Hoffnung auf einen selbsttragenden, auf einen wirklichen Wirtschaftsaufschwung nichts als ein frommer Wunsch bleiben. Und ich denke, das Grundproblem ist doch, dass Sie offenbar wirklich glauben, dass es irgendwann einfach so weitergeht wie vor 2008. Und da kann ich Ihnen nur sagen, vergessen Sie es. Es wird kein Zurück zu einem Modell geben, wo die deutsche Wirtschaft jedes Jahr Exportüberschüsse in irrwitziger Größenordnung aufhäuft, gleichzeitig der Binnenmarkt durch Sozialraub, durch Lohndumping immer mehr ruiniert wird, wo alles Wachstum nur am Export hängt. Ein Zurück zu diesem Modell ist weder wünschenswert noch denkbar. Es ist nicht wünschenswert. Es ist nicht wünschenswert. Weil das ein Wachstum erzeugt, das an der großen Mehrheit der Menschen vorbeigeht. Das haben wir in dem letzten Wirtschaftsaufschwung gesehen. Und es ist auch nicht denkbar, wenn Sie sich einfach mal die weltwirtschaftliche Situation ansehen. Was war denn die Grundlage dieser Exporterfolge? Nicht zuletzt die wachsende Verschuldung der amerikanischen Konsumenten. Aber diese Konsumenten sind heute nicht weniger überschuldet, kaum weniger überschuldet als am Beginn der Krise. Und auch der US-Staat ist inzwischen weitgehend an den Grenzen seiner Defizitmöglichkeiten angelangt. Oder gucken Sie in andere Weltregionen, gucken Sie nach Osteuropa. Die Krise hat eine wirkliche Schneise der Verwüstung in Osteuropa eingerissen und die bedeutet, dass dort Wachstum und Nachfrage auf Dauer am Boden liegen werden. Und Südostasien, wo Sie so gerne Ihre Hoffnung draufsetzen, Südostasien exportiert selbst mehr, als es importiert. Das heißt, die Weltwirtschaft, sie wird uns nicht retten. Und ich finde, wer immer nur darauf setzt, dass das Heil von außen kommen muss, der benimmt sich wie jemand, der in einer kalten Wohnung sitzt und auf den Winter schimpft, aber nicht auf die Idee kommt, dass man vielleicht mal die Heizung anstellen könnte. So ist Ihre Strategie. Wer eine wirtschaftliche Erholung will, die diesen Namen wirklich verdient, ich denke, der muss aufhören, auf warmes Wetter draußen zu warten, sondern der muss etwas tun gegen die soziale Eiseskälte hier in der Bundesrepublik Deutschland. Und inzwischen hat sich ja selbst bis zu Herrn Brüderle herumgesprochen, dass wir ein akutes Nachfrageproblem haben. Und dieses Nachfrageproblem haben wir nicht, weil den Menschen irgendwie die Lust zum Konsumieren ausgegangen ist, sondern dieses Nachfrageproblem haben wir, weil Millionen Menschen in diesem Land einfach nicht mehr das Geld in der Tasche haben, um sich die Dinge zu kaufen, die sie dringend brauchen. Und das ist ein Ergebnis jahrelanger Drückerei der Löhne nach unten. Es ist ein Ergebnis von Rentensenkungen. Auch jetzt haben wir wieder zwei Nullrunden der Renten vor uns. Das ist ein Ergebnis von Sozialabbau. Das heißt, wir haben ein akutes Nachfrageproblem. Und ich traue dieser Regierung ja wirklich viel zu. Aber dass sie tatsächlich glauben kann, dass sie die Nachfrage im Land dadurch fördert, dass sie reiche Erben, Besserverdiener und spendierwillige Unternehmen mit Steuergeschenken bedenkt, dass sie wirklich annehmen kann, dadurch die Nachfrage zu stärken. Also so viel wirtschaftspolitischen Unverstand würde ich selbst dieser Koalition wirklich nicht zutrauen wollen. Und nun muss man ja sagen, die Große Koalition hat natürlich Ihnen ein giftiges Erbe hinterlassen, nämlich schon mal in Form von 13 Milliarden Steuergeschenken, die in diesem Jahr noch mal wirksam geworden sind, Einnahmeausfälle von 13 Milliarden. Aber statt sich darüber zu beschweren, statt das irgendwie zu stoppen, setzen Sie mit dem Wachstumsbeschleunigungsgesetz jetzt noch einen obendrauf. Und da muss ich schon sagen, diese wilde Entschlossenheit, mit der diese Bundesregierung die öffentlichen Haushalte ganz offensichtlich in den Ruin hineintreibt, wohlwissend, dass die Haushaltspolitik ab dem nächsten Jahr im selbstgeschaffenen Korsett der Schuldenbremse stecken wird, ich denke, die lässt schon den Verdacht aufkommen, dass es vielleicht gar nicht so ungewollt ist, dass man dann härteste Spar- und Konsolidierungszwänge haben wird, weil man sich vielleicht so einen guten Vorwand schafft, um auch noch die letzten Reste des Sozialstaates zu erledigen, nämlich das, was Rot-Grün und die Große Koalition noch übrig gelassen haben. Man hört ja doch schon einiges darüber, was Sie vorhaben, auch wenn Sie es offiziell nicht zugeben. Man hört die Bundesanstalt für Arbeit, dort sollen Milliarden eingespart werden.
Und da erzählen Sie uns, ja, das sei vielleicht durch Reorganisation, durch Bürokratieabbau. Also machen Sie doch den Leuten nicht so viel vor. Sie wissen ganz genau, wenn Sie da Milliarden sparen wollen, dann werden Sie die Leistungen kürzen. Das heißt, Sie werden in zynischer Kontinuität das machen, was Ihre Vorgängerregierungen auch schon gemacht haben. Sie werden das Geld am Ende bei denen holen, denen es schon heute dreckig geht, die schon heute nicht mehr menschenwürdig leben können. Das werden Sie machen, das sage ich Ihnen voraus. Man hört, die steuerfreien Nacht- und Feiertagszuschläge stehen zur Disposition. Man hört und liest im Jahreswirtschaftsbericht düstere Andeutungen zur Zukunft der Krankenversicherung, die sich stark nach Kopfpauschale und das heißt nach rapider Verteuerung und Leistungsverschlechterung gerade für schlechter Verdienende, für Geringverdiener anhören. Das heißt, Sie sollten endlich aufhören, den Leuten vorzulügen. Sie wollten die unteren und mittleren Einkommen entlasten. Also in Wahrheit wird doch Ihre Politik am Ende genau darauf hinauslaufen, dass Schichtarbeiter, das Arbeitslose, das Rentner, das Kranke, die Rettung der Zockerbanken und die Steuersenkungen für reiche Unternehmen, für reiche Spitzenverdiener, für reiche Erben zu bezahlen haben. Das ist Ihre Politik. Und ich muss sagen, wer so eine Politik macht, der muss sich nicht wundern, wenn immer mehr Menschen an der Demokratie verzweifeln. Der macht nämlich Demokratie kaputt, indem er ganz wenige immer mehr bereichert und im Grunde die Mehrheit seiner Wähler denen ins Gesicht schlägt. Und wie Sie davon träumen können, unter solchen Bedingungen einen wirtschaftlichen Aufschwung zu erreichen, ich denke, das bleibt dann wirklich Ihr Geheimnis. Wir werden weiterhin in dieser Debatte immer wieder darauf beharren. Natürlich gibt es zu dieser Art von Politik Alternativen. Und diese Alternativen liegen doch eigentlich auch auf der Hand. Wer die jahrelange Umverteilung der Einkommen von unten nach oben den Binnenmarkt zerstört hat, ja, liegt es denn wirklich so fern, vielleicht mal die entgegengesetzte Richtung zu versuchen? Das heißt, vielleicht mal darauf zu setzen, dass wirklich diejenigen jetzt auch für die Krise zahlen, die vorher von den Entwicklungen profitiert haben und nicht jetzt wieder den Facharbeiter, die Lidl-Verkäuferin oder sogar noch den Hartz-IV-Empfänger zur Kasse zu beten. Warum verweigern Sie sich einer Millionärssteuer? Warum verweigern Sie sich einer Finanzkrisenverantwortungsgebühr, so wie sie Obama vorgeschlagen hat, und lassen stattdessen die Banken schon wieder auf den internationalen Märkten herumzocken, als hätte es überhaupt keine Finanzkrise gegeben? Wenn die ständige Schrumpfung des öffentlichen Dienstes und der öffentlichen Investitionen Arbeitslosigkeit erhöht hat, ja, liegt es denn dann so völlig fern, vielleicht auch mal auf das gegenteilige Konzept zu setzen, nicht weitere Privatisierung, sondern Ausbau des öffentlichen Dienstes, Erhöhung öffentlicher Investitionen? Die Bundesrepublik ist in einer peinlichen Schlusslichtposition in Gesamteuropa inzwischen in allen diesen Posten. Und wenn die jahrelange Enteignung der Beschäftigten Kaufkraft und Konsum nach unten gedrückt haben, ist es wirklich eine so fernliegende Idee, all die barbarischen Gesetze zurückzunehmen, die genau diesen Lohnraub ermöglicht haben? Das heißt ganz vorn die Liberalisierung der Leiharbeit und natürlich auch den mit Hartz IV verbundenen Zwang zur Annahme auch noch der letzten Hungerlohnjobs. Und die FDP möchte ja immer so gern Subventionen abbauen. Und ich sage Ihnen, eine Subvention, vorhin ist ja die Debatte schon drauf gekommen, eine Subvention, die können Sie wirklich abbauen. Und das ist die Subventionierung der Billigjobs in diesem Land. Das kostet den Steuerzahler inzwischen fast 10 Milliarden Euro im Jahr. Und da sage ich Ihnen, schaffen Sie einen Mindestlohn von 10 Euro die Stunde und Sie werden den größten Teil dieser 10 Milliarden Euro einsparen können. Das wäre mal ein konstruktiver Sparvorschlag, aber wahrscheinlich wird das bei Ihnen wieder auf taube Ohren stoßen. Der wirtschaftspolitische Kurs, den diese Bundesregierung fährt, der ist ein Crashkurs, man kann es nicht anders nennen. Es ist ein Crashkurs, der früher oder später in die nächste große Krise hineinführen wird. Und ich kann Ihnen nur ankündigen, die Linke wird diesem Kurs weiterhin schärfsten Widerstand entgegensetzen.